Mit einer wahren Antragsoffensive stürmte die AfD-Fraktion den Landtag am 17. Oktober. Für ein enormes politisches Engagement der Populisten spricht dies allemal. Doch wie sachlich ging die AfD mit ihren Themen um und wie gut waren diese vorbereitet? Hier nur drei Beispiele. Beispiel 1, die Kosten für Unterkunft und Heizung bei Hartz-IV-Empfängern. Diese sind von den Kommunen zu tragen. Der Bund beteiligt sich auch zweckgebunden daran, abzüglich eines Anteils von 3,1%. Diesen Anteil will die AfD nun abschaffen, damit die zweckgebundenen Bundesmittel an die Kommunen vollständig fließen können. Deshalb vertritt meine Fraktion auch den finanzpolitischen Grundsatz, dass Finanzmittel des Bundes mit kommunaler Zweckbindung 1:1 an die Gemeinden bei uns im Land weiterzugeben sind. Die Sozialministerin des Landes wäre durchaus bereit, das soziale Engagement der AfD zu würdigen. Das Problem aber, der Gesetzgeber hat sämtliche Zahlungsabläufe bereits bestens geregelt. Eine neue Änderung wäre also überflüssig. Derselben Meinung ist auch die CDU. Es ist eben nicht so, dass ein Teil der Mittel für die Kosten der Unterkunft und Heizung nicht an die Kommunen weitergeleitet werden, wie von Ihnen im Antrag postuliert. Damit entfällt der Aufriss der vermeintlichen Grundproblematik Ihres Antrages. Die Mittel werden vollständig an die Landkreise und damit an die kommunale Ebene durchgereicht. Die Linke ihrerseits würde am liebsten den Bund verpflichten, die Kosten für Unterkunft und Heizung komplett zu übernehmen und die Kommunen damit zu entlasten. Der AfD-Antrag sei insofern, Zitat, wenig zielführend. Dieses Landesausführungsgesetz war und ist ein notwendiges Übel. Es fußt letztlich auf der rot-grünen Sozialgesetzgebung aus den 2000er Jahren. Das Fazit, der Gesetzesentwurf der AfD wäre also ein unnötiger Eingriff in das gesunde Gewebe. Vielleicht hätte die Fraktion etwas mehr Glück mit Beispiel Nummer 2. Der Kommunale Versorgungsverband MV ist für die Versorgung der kommunalen Bediensteten zuständig. Er finanziert also Beamtenlöhne in unserem Lande, wird aber seit seiner Gründung 1992 von Schleswig-Holstein aus verwaltet. Durch das Verwaltungschaos, so meint die AfD, konnte es beim Verband 2018 zu einem Untreuefall in Millionenhöhe kommen. In dem Zusammenhang regen wir heute die Beseitigung eines strukturellen Mangels an, der mit unserem Gesetzentwurf zur Änderung des Kommunalen Versorgungsverbandgesetzes behoben werden kann. Die Veruntreuung von etwa 5 Millionen Euro beim Kommunalen Versorgungsverband MV habe mit krimineller Energie und nicht mit der Strukturschwäche zu tun, meint dazu der Innenminister. Das historisch entstandene Organigramm des Verbandes an sich hält Lorenz Graffier aber für komplett zufriedenstellend. Im Übrigen, was die Landesregierung immer wieder einfordert, dass wir auch gemeinsam Einrichtungen führen, dass wir über die Ländergrenzen hinaus zusammenarbeiten und dass wir einfach die Synergieeffekte, die sich für alle dadurch ergeben, auch nutzen. Und wenn ein Gesetzentwurf auf einem künstlich konstruierten Problem basiert, dann sehe ich auch keinen Sinn, darüber im Ausschuss zu beraten. Fazit: Der AfD ist hier leider ein Denkfehler bei den Ursachen und Wirkungen unterlaufen. Umso gefährlicher, wenn dies in Sachen Gesundheit passieren kann. Unser Beispiel Nummer 3, die Shisha-Bars. Dort wird logischerweise ordentlich gequalmt. In Hamburg wurde bereits ein entsprechendes Gesetz etabliert, wonach der Kohlenmonoxidgehalt in der Luft von Shisha-Bars auf verschiedene Weise gesetzlich kontrolliert werden soll. Warum dann nicht auch in MV? Heute möchte ich im Namen meiner Fraktion einen Gesetzentwurf einbringen, den wir aus der Hansestadt Hamburg nahezu übernommen haben. Abgeschrieben haben, genau, und aber angepasst auf die Gesetzmäßigkeiten von Mecklenburg-Vorpommern. Die Landtagskollegen haben dem Redner allerdings mit Staunen zugehört, denn der AfD-Gesetzesentwurf wurde von der Hamburger Vorlage einfach nur abgeschrieben. Ein Plagiatsfall also oder einfach nur Schall und Rauch anstatt Hausaufgaben ordentlich gemacht? Bei der AfD ist es ja so, sie stellen kleine Anfragen, dann thematisieren sie das Thema, schießen es hoch, machen aber selbst wenig dafür, um insgesamt
gesellschaftspolitische Dinge so zu organisieren, dass sie dann noch funktionieren. Die AfD wäre nicht die politische Giftspritze der Nation schlechthin, wenn sie nicht auch bei diesem Thema zu ihrem eigentlichen Kernanliegen, nämlich der Angst vor dem Fremden, abgedriftet wäre. Das klare Fazit in allen drei Fällen also: gut gemeint, schlecht gemacht. Alle drei Gesetzesentwürfe der AfD waren für die Tonne. Schade um die viele Zeit, falls dahinter wirklich viel Zeit gesteckt haben sollte.